Hallo meine lieben Wassermänner und Wassermannfrauen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. November 2023, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist wundervoll. Meine Lieben, für alle die nochmal, die gerne Unterstützung haben wollen, noch in diesem Jahr. Wir haben jetzt demnächst 2 Portaltage. Wir haben noch Oktober, ja. Im Oktober haben wir 2 Portaltage. Wer da gerne Unterstützung braucht, energetisch wie rituell, möchte sich bitte gerne bei mir melden, ja. Und ich werde euch dann gerne einen Termin geben. Ansonsten für alle die eine persönliche Legung möchten, ein Coaching brauchen oder in sich investieren, Bezug nehmend auf Blockadenlösung und Heilarbeiten jeglicher Art, bitte gerne sich bei mir melden oder auf meiner Homepage unter www.engelgeflüster.ue könnt ihr euch gerne mal umschauen. Ansonsten schreibt mich gerne auf WhatsApp an und dann schnacken wir mal eine Runde. Wichtig ist jetzt noch in diesem Jahr schon mal zu investieren in sich, um halt einfach in 24 durchstarten zu können. Ja, ganz wichtig. Und wir starten jetzt hier durch in dieser Legung. Ich habe hier, ich nehme mal den Heilsteinstab. Mal sehen, ob der mir auch so oft auf der Hand fällt und ob ich so viel Sprachfindungsstörung habe wie eben bei den Zwillingen. Das war ein bisschen spooky eben. Ich werde für euch ein großes Blatt legen. Danke für die Abstimmung, für mein Kollektiv, was gerne eine große Lenny-Legung haben wollte. Gerne lege ich euch Lenny-Legung, wenn ihr das wollt. Kein Problem. Freue ich mich sogar. Dann werden wir, also ich werde das große Blatt auslegen für euch. Ich gebe euch wieder Zeit, euch das schon mal anzuschauen, weil das kommt bei euch nämlich immer ganz gut an. Und in der Zwischenzeit, wo ihr dann die Chance habt, euch das anzuschauen, werde ich hier ein Krafttier euch ermischen und ziehen und auch eine Göttin, damit wir schon mal gleich die Energien haben. Meine Lieben, ich werde jetzt mir mal Platz machen, denn ich fange jetzt an mit den Lennys. Einmal mischen, einmal auslegen. Wer den Quark nicht mitquaken will, der kann gerne bitte weiterspulen. Wir haben heute super schöne Energien. Es ist einfach mega cool. Und jemand, der es grunzen, schnarchen oder schlabbern hört, es ist mein Boxermädchen. Und wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann freue ich mich, dass du es tust, mich unterstützt mit Likes und Kommentaren und gerne auch über PayPal mich finanziell unterstützen möchtest. Alles ist hier möglich bei mir auf meinem Kanal. Und was habe ich noch vergessen? Ich habe vergessen, dass ab 10.000 Abonnenten, für die, die neu sind, ja, da werde ich ein Live machen. Und da könnt ihr mir kostenlos eure Fragen stellen, ja. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt hier abonniert und dann wieder rausgeht, sondern ich werde öfter sowas machen. Wir sind nämlich ein aktiver Kanal und ich beziehe ganz gerne, ja, alle meine kollektiven Zuschauer und meine ganze Community gerne mit ein. Ich bin immer so ein Mensch, wie soll ich sagen, ihr habt Mitspracherecht. Das finde ich ganz cool. Mitspracherecht hat im November auch die lichtvolle geistige Welt bei euch. Es ist schon mal das Schicksalskreuz rausgefallen, was auch immer das bei euch zu bedeuten hat. Schicksalshafte Fügung, das Universum ist bei euch, arbeitet an euch. Es gibt irgendeine Aufgabe, irgendein Thema, was ihr, meine Lieben, hier habt, was im November auf euch zukommt. Ich sehe ganz viel Sonne, ganz viel Positives. Ich sehe auch manchmal ein paar Gewitterwolken. Aber es ist so Nieselpieselregen, also es kommt immer auf eure eigene Einstellung, euren Gedankengang, sagen sie, kommt es an. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Was ist denn hier mit den Wassermännern? Okay. Ihr könnt es nicht erwarten, meine Süßen. Ich weiß. So, im Übrigen, wer mich noch nicht kennt, ich rede immer viel, ich bin Zwilling, ich darf das. So, und genau, wer das jetzt hier nicht ertragen kann, dass ich mich hier so ausnöle, der darf bitte gerne vorspülen. 2, 4, 5. 6, 7. Ich bin aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gerne für euch der Erklärbär, weil es immer noch Menschen gibt, die das brauchen. Und für alle, die das nicht brauchen und sagen, boah, das nervt mich, ich glaube, dann bist du hier falsch an dem Kanal, weil ich unterstütze ja immer die, die sich weiterentwickeln wollen und auch die, die neu sind. Und die, die neu sind, die brauchen einfach ein bisschen mehr Führung und Unterstützung, und ich lenke und leite und lehre ja auch in meiner Praxis, und deswegen bin ich halt einfach auch so, wie ich bin, meine Lieben, damit ihr mich schon mal so ein bisschen kennenlernt, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich versuche auch immer aus einer Zitrone eine Limonade für euch zu machen, damit ihr nämlich in dem Moment, wenn ihr in dieser Situation seid,
Ja, und ihr seid von der Entwicklung her einfach noch in so einem Schockzustand, wenn ihr Botschaften bekommt, die euch Angst machen, anstatt sie in Ruhe und Gelassenheit anzusehen und zu gucken, okay, was kann ich daraus machen? Warum schickt mir das Universum jetzt diese Botschaft oder diese Situation? Da bin ich dann halt da, wo ich sage, wer da Hilfe braucht, der kriegt gerne Hilfe. Ja? So, meine Süßen, guckt mal, ey, super schön ausgelegt hier für euch Wassermänner. Sehr schön. Oh, du, es könnte sein, dass du hier spirituell arbeitest. Mhm. Das ist ja spannend. Ja, da gibt es einen Neustart. Wow, cool. So, ich fange mal bei euch mit den Göttinnen an. Welche Göttin ist hier bei den Wassermännern? Ach du, ey, mega. Leute, ich sag ja, ihr steht komplett auf neu, ne? Wassermänner, wir haben hier die 46, wir haben Skuld und wir haben die Zukunft. Das heißt, es geht hier Quersumme 10, schicksalhaft, Neubeginn, in Bezug auf etwas, was sich zukunftsträchtig bei dir neu entwickelt. Deswegen habe ich gesagt, schaut bitte, wo ihr Unterstützung bekommen möchtet in Bezug eures Seins in 2024. Ja, wo brauchst du hier noch energetische oder via Kartenlegung, Coaching, Unterstützung? Wo hakt es noch ein bisschen? Da bitte gerne nochmal reinschauen. Wir haben hier die 61 Quersumme 7, die Taube, sei friedfertig. Also hier geht es um etwas Neues, wo du eventuell, vielleicht wirst du auch bewusst in etwas Neues geschubst und du willst es gar nicht. Ja, aber es geht bei dir, lieber Wassermann, und ich fange jetzt mal an mit den Eckpunkten und gehe dann zu dir und fange dann an, deine Kartenlegung hier zu deuten, okay? Es geht bei dir, Überschrift, um das Vorangehen im Bereich der Finanzen oder und Gefühle, ja? Es ist ein schicksalshafter Neubeginn, ja? Kann im spirituellen Bereich sein, kann aber auch im ganz anderen Bereich sein. Du bist dir hier gefühlsemotional total unsicher. Ich denke, du bist hier nicht freiwillig in dem Modus, ich fange jetzt was Neues an. Es ist etwas Schicksalshaftes, etwas, was sein soll, damit du, lieber Wassermann, hier vorankommst. Und es könnte sein, dass du es hier mit einem Seelenpartner zu tun hast oder du sehr stark in einer Beziehung bist. Ja? Also nicht, dass du bist stark in einer Beziehung verhaftet, sondern du bist der stärkere Part in eurer Beziehung. Wenn du keine Beziehung hast, Wassermann, wirst du hier einen Seelenpartner kennenlernen können. Okay? So, du selber bist aber hier im Hause des Schicksals. Also es geht hier im November um deine schicksalshafte Fügung, um deinen Werdegang, um dein Weitergehen. Ja? So, finanziell könnte etwas auf dich zukommen oder könntest du vorangehen. Je nachdem, es ist bei jedem etwas anders. Das ist wunderschön, weil es kommt auf Umwege. Es könnte sein, ich kriege immer rein, Gott sei Dank. Endlich, ich habe schon so drauf gewartet. Mhm. Auf eine Beziehung. Auf Geldfluss? Ja, schauen wir mal. Was die Finanzen betrifft, müsstest du das fühlen, spüren oder du hast Angst, dass du in einer schicksalshaften Veränderung bist, ja, weil du dem nicht traust und hast hier Angst, dass du irgendwie vielleicht das nicht schaffst, was hier auf dich zukommt. Ich kann dir sagen, doch, bleibe friedfertig. Die lichtvolle geistige Welt, die Schöpfung hat hier zukünftig mit dir etwas vor, wo jetzt deine Weichen gestellt werden. Okay, mit einem Gegenüber, ja, hast du Glück. Du hast es hier mit jemandem zu tun, der dich auch glücklich macht. Und es ist auch eine sehr, sehr positive Kommunikation, die hier auf dich zukommt. Ich denke, das könnte hier in Bezug auf eine Arbeit sein, weil die positive Kommunikation liegt in der Arbeit. Das Glück liegt hier im Hause der Kommunikation und die Arbeit liegt in der Veränderung. Es könnte sein, vielleicht fängst du bei deinem Gegenüber an, im Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht machst du dich selbstständig. Vielleicht macht ihr euch selbstständig. Irgendetwas, wo du ein Stück weit noch unsicher bist, gefühlt emotional, wo du beruflich oder finanziell im Zusammenhang des Ganzen, der Veränderung, du stehst, könnte hier etwas auf dich zukommen, wo du sagst, raus aus der Beständigkeit und Sicherheit, rein in Wassermann-Zeitalter, Unbeständigkeit, ja, rein in was Neues. Ja. Die Mäuse liegen hier im Hause des Schiffes und das Schiff liegt hier im Hause der Sonne. Es könnte sein, dass hier aktuell eine Reise zum Beispiel in den Süden, in ein warmes Land
hier an dir nagt. Vielleicht reduzierst du das, vielleicht möchtest du das gerade nicht. Ja? Was ich aber sagen kann, ist, dass die langsame Entwicklung in deinem Feld im November dir gut tut. Ja? Also die wird dir auch treu zur Seite stehen. Diese positive Energie wirst du auch weiterhin im November behalten. Es geht hier auch um deine Stabilität und um das Wachstum, ja, weil der Hund nämlich im Hause des Baumes ist und da geht es immer um das Wachstum. Und es gibt hier auch Wachstum im Bereich der Familie. Vielleicht ist jemand in anderen Umständen oder du bist in anderen Umständen oder ihr plant etwas. Also du hast hier ganz viele schicksalshafte Neubeginne oder beziehungsweise Veränderungen in deinem Feld. Die Entscheidung, finde ich auch ganz spannend, liegt in deinem Zuhause. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du dir mit deinem Gegenüber einen Caravan, einen Wohnwagen mietest, kaufst, wie auch immer, und dass du einfach durch die Lande fährst. Wo auch immer, durch Deutschland oder wie auch immer, muss man ja gucken, wo es nicht Knallbumpeng macht, ne? Und wo man nicht gleich, doofes Thema, aber, ne? Also guckt bitte, wenn ihr sowas machen wollt, dass ihr auch sicher fahrt. Ich meine, muss ich nicht erwähnen, ich weiß, jeder weiß das, aber manchmal ist nochmal so ein, ne, so eine Erinnerung mal vielleicht ganz notwendig. So, wir haben den Neuanfang. Hier wird was transformiert. Und zwar, deine Blockade wird transformiert. Also die arbeiten richtig an dir. Die Blockade in Bezug auf die Liebe, auf eine Herzensangelegenheit, wo du normalerweise im Klaren darüber bist und wo auch deine Wünsche und Ziele und Träume hinreichen, ja, das wird hier transformiert. So, und wir haben die Sterne, haben wir hier, schaut mal, im Hause der Vögel, das heißt die Nervosität. Du weißt, dass du aufgeregt bist. Also es ist eine positive Aufgeregtheit, eine positive Freude, die hier eventuell mit neuen Verträgen oder einer Lernerfahrung zu tun hat, die dich aber dann auch wieder in die Stärke und in die Größe bringt, in Bezug auf eine Beziehung. Ich denke, ihr wächst hier mehr zusammen. Also die allgemein von der Energie her, dieses Wachstum innerhalb eurer Beziehung wird hier größer und stärker. Auf Umwegen kommt hier jemand auf dich zu oder gehst du voran in Bezug wegen dem Geld, wegen der schicksalshaften Fügung. Es könnte sein, dass du hier noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ne, gefühlt emotional bist du dir ein bisschen unsicher, aber mach dir darüber keine Gedanken. November, innere Kind oder dein Kind oder von einem Kind bekommst du Besuch oder ein Geschenk. Das liegt hier im Feld. Der Erfolg, ja, da ziehst du dich so ein bisschen zurück hier aus in Richtung Erfolg. Du machst dir Gedanken, wie kann ich hier am besten erfolgreich sein? Pass bitte ein bisschen auf, dass du dich hier nicht selber zu sehr reduzierst, ja, durch deine Unsicherheit, ja. Weil die Sense liegt im Hause des Fuchses, der Fuchs liegt im Hause des Mondes und der Mond liegt hier im Hause der Fische. Es könnte sein, dass du durch Mangeldenken, dass du deinen Erfolg reduzierst. Und das wollen wir ja nicht. Also, arbeite bitte an deinem Mindset, Erden reinigen, Positives ausrichten. Wenn du Kaffee trinkst morgens und du trinkst gerne Kaffee, dann sei glücklich, dass du einen Kaffee hast mit einer frischen Kaffeebohne drin. Wenn du gerne, weiß ich nicht, Hafermilch, Kakao trinkst mit Kakaopulver und was weiß ich drüber, dann freu dich drüber, dass du es genießen kannst. Sei dankbar, im Hier und Jetzt zu sein. Das sind diese positiven Mindsets, die hier im November für dich auch wichtig sein können, wenn du dahingehend ein bisschen Unterstützung brauchst. Okay, was haben wir denn hier noch? Ja, also, wir haben hier die Veränderung im Bereich des Berufs, der Arbeit, durch positive Kommunikation, habe ich gesagt, genau, die Sonne hatten wir, die Öffentlichkeit, die ist auch nochmal interessant. Du ziehst dich hier, um lösungsorientiert positiv zu handeln, lieber Wassermann, ziehst du dich hier nämlich ein Stück weit zurück. Und das ist ganz cool, weil du brauchst Zeit zum Nachdenken. Okay? So, dann haben wir hier, was haben wir denn? Wo wollen wir denn noch hin? Lass uns mal gucken. Genau. Wir haben hier den Ring im Hause der Öffentlichkeit, des Parks. Es könnte sein, dass du eventuell in der zweiten Monatshälfte deine Beziehung oder die Veränderung innerhalb der Beziehung offiziell machst. Da passiert irgendwas. Da kommt irgendeine Veränderung. Ja? Aber das hast du dir sehr gut überlegt, weil du dich ja aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hast und gesagt hast, also mache ich das jetzt offiziell, mache ich das nicht offiziell? Vielleicht möchtest du dich auch in einem Datingportal anmelden. Keine Ahnung, also das könnte das auch sein, dass du hier vielleicht auch jemanden suchst in der Öffentlichkeit, in einem Partnerportal, was auch immer du hier vorhast oder möchtest. Da wirst du halt sehen, inwiefern du hier in den Erfolg gehst. Also du machst dir sehr arge Gedanken darüber, du überlegst es schon, was du hier wie machen kannst, ja?
So, die Familie. Wunderschön. Da habe ich eine kleine Blockade drin in der Familie und diese Blockade möchte in die Heilung und in die Stabilität kommen. Ja. Und diese Heilung und Stabilität, dieser Prozess, der ist dir, steht dir auch treu zur Seite. Das finde ich auch wundervoll. Ja, und das ist auch gut, weil die Sonne ist ja auch im Hause des Hundes. Also dieser Prozess, wenn du Stress mit der Familie hast oder überhaupt mit dem Thema Sexualität vielleicht, dann kann ich dir jetzt schon sagen, da kommt Heilung rein und lass dir bitte die Zeit. Der Baum ist auch nicht von gestern auf jetzt gewachsen. Ne? Der braucht auch seine Zeit, um so groß zu werden. So, in Bezug auf Entscheidung bist du ein bisschen blockiert. Du sagst dir, ich kann mich immer nur dann entscheiden, wenn ich selber stabil bin. Ja, kann ich nachvollziehen, aber manchmal darf man sich auch intuitiv entscheiden, weil du liegst im Schicksalskreuz. Das heißt, deine Intuition ist hier gefragt im November. So, was haben wir noch? Im häuslichen Bereich, da liegt das Haus im Hause der Mäuse und die Mäuse im Hause des Schiffes. Das heißt letztendlich, es könnte sein, dass du dir nicht ganz sicher bist und es etwas an dir nagt, dass du vielleicht dein häusliches Umfeld verlassen musst, sollst, möchtest, darfst, geplant ist oder vielleicht war das eine Idee von deinem Gegenüber. Du hast irgendwas, in welchem Bereich auch immer, hast du hier einen kompletten Cut, Neuanfang. Das kann sein, dass du neue Wege gehst, dass du das Gefühl hast, du musst raus, dass du das Gefühl hast, du möchtest Neues erkennen, entwickeln, du willst was erleben, du möchtest nicht mehr funktionieren. Das sind alles diese Themen, die damit zusammenhängen können. Ja? So, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, damit sind wir nämlich in deinem Kartenbild durch. Also, finanziell geht etwas voran. Der November ist ein schicksalshafter Monat für dich. In Bezug auf die Beziehung, da wirst du etwas offiziell machen. Es könnte sein, dass du hier eine Fernreise beginnst oder dass du, wie gesagt, die Welt erkunden möchtest. Es ist alles, was hier gesagt worden ist, hat mit der schicksalshaften Fügung zu tun. Also auf gut Deutsch, ich fasse es mal kurz zusammen. In Bezug auf deine Zukunft sei friedfertig, es wird dein komplettes Leben umgekrempelt. In den Bereichen, wo du es zulässt. Ich finde das cool, Wassermann. Also das ist wie, als wenn du alte Dinge alle abwickelst und etwas Neues anfängst. Zum Beispiel Wohnung, Haus, alles verkaufst. Ja, und dann dir dafür zum Beispiel ein Großraumwagen kaufst und damit mit Kind und Kegel dann durch die Lande fährst. Ein Beispiel von vielen. Muss nicht sein. Kann auch sein, dass du von der Wohnung ins Haus ziehst. Ne? Kann auch sein, dass du das Alte hinter dir lässt und dann, wie gesagt, dich da nochmal räumlich veränderst. Alles das ist möglich. Ja? Also, meine Lieben, ich wünsche euch ganz viel Licht und Liebe. Denkt bitte an das Abonnieren des Kanals. Ich freue mich, wenn ich dich live mit dabei haben darf, dass du mir gerne deine Frage stellst, ich beantworte sie dir gerne. Für alle die, die jetzt wirklich Unterstützung und Hilfe noch brauchen in diesem Jahr, schreibt mich gerne an, ja, und dann gucken wir, wie wir für euch einen Termin finden. Ich sage immer, geht nicht, gibt's nicht und kann nicht heißt, ich will nicht. So, in diesem Sinne, lasst von euch hören. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.